Herzlich willkommen zu einem neuen Video und somit Mahlzeit aus der wunderschönen Motorsportarena Oschersleben. Kommt mit dem Lumpensammler rein. Ich bin Florian Alt in der Story gesehen. Das vorne war noch nicht mehr so geil warm, deswegen habe ich dann okay stehen lassen. Ich weiß es nicht. 42 Grad irgendwie am Vorderreifen. Ja, glaube ich, zwei Stück ganz gut abgeflogen. Ich glaube, die haben sich gestritten im Kiesbett. Das muss ich mir morgen mal angucken. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ganz komisch. Totenstille. Jeder sitzt in seiner Ecke, keiner schraubt. Keiner macht irgendwas, keiner bastelt irgendwas. Wir sind zur Abwechslung mal wieder in der Motorsportarena Oschersleben. Mittlerweile bestes Wetter. Ein paar kleine Wolken sind am Start, aber deswegen auch Mahlzeit. Ihr seht es da vorne, sind noch ein paar nasse Flecken. Wir haben mittlerweile Mittagspause schon durch. Keiner ist gefahren. Wen ist die erste Runde gefahren? Ah ja, stimmt, Kenneth auch. Mit Moped und mit Lumpensammler. Haben wir auch schon durch, erzähle ich gleich auch was zu. Wir haben 20 nach 2. Gerade der dritte Stint für die erste Gruppe. Wir sind hier mit KM-Training. Wie gesagt, es hat die ganze Nacht geschüttet. Es hat heute Morgen noch lange, lange genieselt. Und jetzt kommt die Sonne raus. Es soll auch heute nicht mehr regnen. Deswegen der Bene gerade rausgefahren und hat mal schon mal vorgefühlt. Unser nächster Stint ist um 15.15 Uhr. Den fahren wir gleich auch. Kenneth heute Morgen mit der R6, die steht da vorne, rausgefahren. Erste Runde und nicht mehr über Startziel gekommen, wir schon, oh, kommt mit dem Lumpensammler rein. Aber technischen Defekt. Gaszug rausgerutscht und toi toi toi, alles gut gegangen. Ansonsten, ja, ist der Kenneth schon einmal mit dem Stützrad-Moped gefahren im Regen und hat mal getestet, was so geht. Sah auch wilder aus, als es hätte sein dürfen. Haben wir dann auch abgebrochen, super. Sonst haben wir hier, ja, was machst du den ganzen Tag hier, wenn es regnet und nicht fährst, gammelst du tatsächlich die ganze Zeit rum. Aber das ist ja toi 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 jetzt vorbei. Morgen soll auch noch ein Tag werden, es soll trocken werden. S1000 RR steht eigentlich fast so da, wie es vorher gewesen ist. Mir fehlen immer noch meine BMW-Zeichen. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie gut weggetan habe. Der Lukas hat hier hinten nochmal das Heck wieder so gemacht, wie es damals gewesen ist. Vorne auf dem Tank. Ansonsten hat sie einen Service bekommen. Ölwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel. Heute nochmal Bremskolben sauber gemacht. Ich habe es ein bisschen schwammig auf der Bremse. Ich weiß nicht warum. Ein bisschen komisches Gefühl. Beschäftigt mich tatsächlich seit gestern Abend. Gestern Abend nochmal die Bremssättel runtergenommen. Die Kolben nochmal rausgedrückt, obwohl wir das schon gemacht haben, nochmal sauber gemacht, mit Bremskolbenpaste eingeschmiert und nochmal ein bisschen auf Gängigkeit geprüft. Es funktioniert alles top. Ja, ich bin gespannt, ob das funktioniert. Erste Runde raus, ein bisschen vorsichtig bremsen und schauen, ob alles gut bremst, weil wenn der Bremsdruck nachlässt und noch schlechter wird, fände ich es nicht so cool. Da muss ich da nochmal ran. Ansonsten Daniel, Moped, wie gewohnt am Start. Mit der Spritkonstruktion. Funktioniert alles hervorragend. Moped selber auch. Endlich ist seinem gegönnt. Ganz Jahr nur Theater gehabt. Jetzt wird gefahren. Bene. Heute im neuen Design. Lukas da nochmal Hand angelegt. Okay, wie wild kann eine Karre aussehen? Unter einer 1,28 darf er nicht mehr nach Oschersleben mit dem Ding. So wild sieht die aus. Gefällt mir richtig gut. Mega schön. Wie gesagt, gerade erste Runde gefahren. Sitzt. Der Michi auch gerade gekommen. Der ist ein bisschen später gekommen, der musste noch arbeiten, hat aber nichts verpasst, weil Regen. Lukas, wie ist das leibliche Wohl? Könnte nicht besser. Könnte nicht besser? Strecke trocken? Alles trocken, ja. Alles trocken. Wie lief? Gut. Vor mir ist ein Fünfer rausgeflogen. Ja, wenn ihr um eine 1,26 fahrt, Alter, ist schon risikoreich. Und Umkehrschaltung ist ungewohnt. Stimmt, du fährst erstmal mit Umkehrschaltung, ne? 3-4 Mal verschaltet oder so. Ja. Vom Chalet. Vom Hochbeschleunigen wollte ich von der 3 in die 4, aber wenn die 2 geballert. Ja, geil. Lukas heute das erste Mal mit Umkehrschaltung und mit Quickshifter. Vorher auch nicht gehabt. Ist dann nochmal neu, aber ich glaube, da ist er auch relativ schnell am Start. Kenneth kontrolliert Reifendruck. Kann mal einer einen Kalender rausholen und das bitte checken? Das macht Kenneth nie. Das macht Kenneth nie, aber Kenneth fährt heute Dunlop. KR108 heißt das Ding, ne? Wie bitte? KR108. EMS3+. KR108 MS3+, keiner weiß, wie der Reifen heißt. Kenneth fährt einen neuen Reifen heute. Und zwar, weil wir keinen anderen Reifen mit haben. Dunlop, viel, viel Gutes von gehört. Bin ich sehr gespannt. Das Ding sieht riesig aus. Es ist ein 270-17, also ein Big-Size-Reifen. Ich bin sehr gespannt, was er gleich sagt. Und ansonsten ist eigentlich alles beim Alten. Wie viel Bock hast du? Ja, ist geil. Bisschen blöd, spät nachmittags anzufangen. Man rostet ein, ne? Wenn du den ganzen Tag rumsitzt und dann ist vom Kopf her, weil die Strecke noch ein bisschen nass und hin und her. Bene gerade auch schon erzählt. Komisch in den Kurven, ne? Ja.
Ich sag dir ganz ehrlich, wenn der Daniel seine Kombi da hinten anzieht, Alter, dann das ist Geschwafel für den, was wir hier erzählen. Kleinwichser. Hab mich gefickt. Jo! Gestern Abend natürlich hier schön Bratwurst gegessen bei KM-Training, muss man auch nochmal erwähnen. Feiere ich natürlich sehr. Bevor aufgebaut wird, wird erstmal die Wampe voll geknallt. Sehr, sehr geil. Ansonsten, jo, Wetter geil, es ist ein bisschen windig, aber ich denke von den Temperaturen sehr angenehm. Erste Runde ein bisschen ruhig, sowieso im Kopf, weil es so geregnet hat. Ich glaube, da ist der Grip auf der Strecke auch noch nicht so gut. Aber ich bin gespannt. Bin gerade schon 1,37 gefahren. Sollte funktionieren. So, 10 Minuten, dann geht's los. Es gibt eine Neuerung. Gibt es ja noch mein lästiges Thema mit den Blasen. Und jetzt habe ich hier so ein Kinesotape mir zurechtgestritten. Was hast du gesagt? Ich muss auf dem Schacht. Die Aufregung ist schon wieder so groß. Nicht morgens, sondern nachmittags, weil es der erste Stint ist. Es ist immer so. Ey, vom ersten Stint ist immer Aufregung 5000. Jeder klopft sich ums Klo und ja, wir laufen jetzt Kombis ein. Wie gesagt, einmal probiere ich gerade dieses Kinesio-Tape. Ich habe beim Florian Alt in der Story gesehen. Habe ich mir abgeguckt. Somit danke für den Tipp, unwissend. Ist halt geil, weil es super dünn ist und ich das Gefühl habe, dass ich es kaum merke. Werde ich aber gleich sehen. Ich habe jetzt auch noch keinen Handschuh damit angehabt. Ich habe mir so eine Rolle gekauft, habe das gerade so ein bisschen zugeschnitten und hoffe, dass das auf der Rückseite, dass sich das nicht irgendwie aufkrempelt oder was. Und wäre natürlich geil, wenn es genau das ist, was mir jetzt hilft, keine Blasen zu bekommen. Dann habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen Zeugs dafür. Wir gucken jetzt, dass wir die Nervosität nicht noch mehr steigt. Musst du aufs Klo? Nee, der Punkt ist, wie nennt man das denn? Point of no return. Kombis an. Kombis an, jetzt vorbei. Müssen wir jetzt durch. Ruhige Runde, aber ich denke, hier fährt gerade jeder und das sollte schon funktionieren. Also, auf geht's. Think
erste Runde vorbei, nur anderthalb Runden gefahren, rot, draußen gewartet. Die anderthalb Runden jetzt auch relativ ruhig gefahren. Oh, dann gerade reingeschoben und dann ging es weiter. Michi und Kenneth wieder raus. Vorne, hinten war okay, war noch der Reifen schön heiß. Vorne war noch nicht mehr so geil warm, deswegen habe ich dann okay stehen lassen. Erste Runde Kraut und Rüben. Normalerweise mit neuen Reifen geht es eigentlich immer recht gut raus. Direkt auch recht gutes Gefühl, aber das ist diesmal war es ein bisschen wackelig. Von daher, aber was will man verlangen, ganzen Tag rumgesessen, eingerostet und ist immer komisch. Von den Tapes her schon mal sehr positiv, weil ich merke sie gar nicht unter den Handschuhen. Wenn das jetzt noch keine Blasen schmeißt, dann ist das natürlich Endgegner gut. Ich bin sehr gespannt, bis jetzt hält das auch noch. Auch hier hinten hatte ich ein bisschen Sorge, dass das so abribbelt, aber komme ich sehr gut in die Handschuhe mit rein. Und wie gesagt, ich merke gar nichts. Bremse war okay, Bremse hat gebremst. Das ist schon mal geil. Ich hatte ja das Problem, dass sie so ein bisschen schwammig war, aber ich finde es immer noch nicht ganz geil. Ist mir... Druckpunkt ist da, aber der geht halt echt weit runter. Ich weiß es nicht. Bin gespannt. Beim letzten Training ganz normal dort 4 drin gehabt und jetzt wieder Motul RBF 700. Normalerweise dürfte es eigentlich keinen Unterschied machen, aber vielleicht teste ich das mal. Ich bin gespannt. Vielleicht gibt es einen oder anderen, der schon mal irgendwie was so eine Erfahrung hatte. Sehr, sehr gerne unten in die Kommentare schmeißen. Und ja, ansonsten warten wir auf den nächsten Stint und hoffen, dass wir sollte einfach nicht sein. Ey, das ist unfassbar. 2 Stints rausgefahren und nur einmal über Startziel gefahren. Einmal über Startziel, ey. Das kann nicht wahr sein. Ey, jetzt war es auch wieder nur ein 15-Minuten-Stint und wir haben ja noch gewartet, aber dann einer hier, der Lukas hat gemessen wegen Reifen. 42 Grad irgendwie am Vorderreifen, oh, und wieder rein. Nur ein 15-Minuten-Stint, ey. Soll einfach manchmal nicht sein. Halt. 2 Stints und beide. Erste nach der zweiten Runde abgebrochen und der nach der in der ersten Runde abgebrochen. Ja, glaube ich, 2 Stück ganz gut abgeflogen. Ich glaube, die haben sich gestritten im Kiesbett. Wird es wahrscheinlich der eine den anderen abgeräumt haben. Ich hoffe einfach, dass beide gesundheitlich in Ordnung sind. Und wie viele Stints haben wir noch? Einen noch, ne? Einmal probieren wir es heute noch. Vielleicht schaffen wir Startziel. Einmal rüber. Witzig ist, ich habe ja so Probleme mit dem Laptimer gehabt beim letzten Mal. Weil irgendeine Einstellung nicht funktioniert hat. Ich schaffe es gar nicht, das zu überprüfen, ob das funktioniert, weil ich einfach nicht schaffe, über Startziel zu fahren. Krass. Bis mal fahre ich einfach noch eine Runde. Nein. I'm so-
Der schmeißt mir die Dusche, Junge, ich hab Durst. Ja, krass. Eins sind durchgefahren. Boah. Und auch wenn es nicht so aussieht, ist es warm. Geil, aber Schwein gehabt, weil ich bin jetzt hinten. Und hier sieht das aus, als wenn es regnet. Vielleicht haben wir Glück, es fliegt vorbei. Der Wind weht in diese Richtung. Vielleicht haben wir Glück. Ja, erstens sind durchgefahren. War ganz okay. Eine 37 gefahren. Der Laptime hat erst funktioniert und dann irgendwie ab der dritten, vierten Runde wieder nicht mehr. Das muss ich mir morgen mal angucken. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ganz komisch. Sonst war aber okay. Der Grip ist echt schlecht. Im Gegensatz zu dem, was wir vorher gefahren sind. Also man merkt dieses Wetter und alles halt schon. Einmal in der Hasseröde hatte ich das Gefühl, dass es mir wegrutscht in Schräglage, wo es dann recht tief war. Aber ich weiß auch nicht, wie viel der Kopf macht. Aber griptechnisch habe ich da noch nicht ganz so den Mumm. Trippe links, recht vorsichtig. Kein Bock da abzufliegen. Boah, Shell S hinten, da ist noch eine Pfütze unter der Brücke. Und das wäre genau die, die man braucht, wenn man am Ende noch reinsticht, um noch einen zu holen. Da steckt man dann doch lieber erstmal noch ein bisschen zurück und versucht das Ganze in der nächsten Runde zu machen. Verkehr war auch recht gut. Trotz, also nur einer 37, war da schon echt viel los. Ja, aber sonst hat es Spaß gemacht. Der erste Stint und es war auch gleichzeitig der letzte Stint. Aus den Klamotten raus, dann geht's ganz genau da vorne hin, denn da wird gegrillt. Wie an Tag 1 gibt es hier auch Bratwurst und Salat. Sehr, sehr geil. Hunger habe ich dann wohl jetzt auch. Wir haben nur ein bisschen gegessen. Ja, mal schauen. Erstmal aus den Klamotten raus und dann gucken wir uns das Ganze gleich mal hier mit meiner Bremse an, was die macht. So. Es schaut aus, als hätten wir schon mitten in der Nacht, aber 3 Bratwürstchen und 12 Kilo Salat später. Wir haben gerade noch 8:45 und alle sind im Arsch. Lukas pennt schon. Lukas ist schon pennen gegangen, ja, Alter, ne? Ja, weil der Papa muss schlafen. Der Papa muss schlafen. Der braucht richtig was noch. Ja. Das Krasse ist, wir sind alle im Arsch, jeder müde. Wir reden gerade drüber schon, ins Hotel zu gehen, zu pennen. Eins sind gefahren. Ganzen Tag rumgegammelt und nur ein Stint gefahren. Ja, erster Tag vorbei. Ganz so viel gibt es gar nicht zu erzählen. Moped ist gut gelaufen. Wir haben gerade noch mal ein bisschen Onboards geguckt. Das sah bis auf die Linie auch eigentlich ganz gut aus. Moped lief super, Reifen war klasse. Frischen Michelin vorne drauf gehabt. Hinten frischen Michelin. Sieht auch bis jetzt ganz gut aus. Ist nur ein bisschen schwierig zu vergleichen. Stehen überall Bierflaschen rum. Weil wir nicht viel gefahren sind. Aber das schaut bis jetzt eigentlich ganz gut aus. Bisschen Pickup drauf. Eigentlich war der Plan, den ersten Tag gut durchzufahren. Dann am abends einen neuen Reifen drauf zu machen und für den zweiten Tag einen frischen Hinterreifen drauf zu haben. Aber das hat nicht funktioniert, denn ist ein Stint gefahren. Das heißt, der muss morgen 7 Stints halten. Das wäre perfekt, wenn wir gutes Wetter haben. Wobei, morgen früh soll es regnen, ne? Oder morgen früh um 5? Deswegen gehen wir mal davon aus, dass wir vielleicht den ersten Stint nicht direkt fahren, sondern vielleicht am zweiten Stint. Und dann bin ich gespannt. Grip-Niveau war echt nicht so cool. Hat sich echt scheiße angefühlt. Schon beim ersten Mal rausfahren war schon echt mega Kackgefühl irgendwie. Ich weiß es nicht. Das war mit 20 Grad mehr oder was der Boden da hatte. Beim letzten Mal war echt viel, viel geiler. Hat aber trotzdem gut geklappt. Wir sind gerade eben noch mal ein bisschen über die Strecke gegangen, bevor es angefangen hat zu regnen. Start-Ziel bremsen wir sehr früh, ne? Ich bremse sehr früh. Das Wort Mädchen ist gefallen, weiße Linie. Und wenn man mal da lang läuft und sich die weiße Linie anguckt, ist das schon echt krass. Hälfte Strecke bremse ich schon, Alter. Hebarme habe ich gehört. Okay, krass. Demnach gibt es hier nicht mehr viel zu erzählen. Kurzes, knappes Video. Ich hoffe, Tag 2 wird ein bisschen was länger. Würde heißen, wir hätten besseres Wetter und können ein bisschen mehr fahren. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Wir chillen hier noch ein bisschen. Verteilen leere Bierflaschen. Daniel putzt die Karre. Warum putzt die Karre? Weil du nichts zu schrauben hast, Alter. Weil du nichts zu schrauben hast. Das ist auch geil. Ich war gerade eben kurz draußen. Komm rein. Wir hatten, ich glaube, 8 Uhr oder was? 8? 8:30 vielleicht? Ich komme rein. Totenstille. Jeder sitzt in seiner Ecke. Keiner schraubt. Keiner macht irgendwas. Keiner bastelt irgendwas. Mega komisch. Oh, der ist natürlich sehr, sehr wichtig. Technik-Check-Stuhl. Wo ist er? Den hatte ich eben. Kann nur irgendwo versteckt sein. Oh. Der ist neu. Daniel, nee, zwei Sachen. Hat einmal unseren Technik-Check-Stuhl. Der ist natürlich geil für Schrauben für Senioren mit so Schälchen drauf, Magnetschälchen. Und noch eine kleine 4-Liter-Kanne zum
betanken. Weil wenn man älter wird, kann man die großen Tough Jugs nicht mehr hochheben. Das war auch noch eine Sache. Ah ja, stimmt. Das ist natürlich, Dankeschön, auch noch eine Sache. Kinesio-Tape an die Pfoten. Ich bin zwar jetzt erst 1 Cent gefahren, aber die Blasen, die da sind, sind von vor 5 Wochen und nicht von heute. Genauso andere Hand. Super interessant, weil ich merke die Dinger gar nicht. Die werden keinen Tag halten. Die Handschuhe, weiß ich nicht, 4-5 Mal angezogen. Dann fangen die an abzuflattern, gerade auch nach dem letzten Stint. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du direkt von Anfang an 1-2 Stints durchfährst, ob du sie dann nochmal neu machen musst. Aber bis jetzt hat sich das richtig gut angefühlt. Ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ich kriege keine Blasen, weil dafür hätte ich ein bisschen mehr fahren müssen. Das probieren wir dann an Tag 2. Aber vom Feeling her schon mal richtig geil. Dann gibt es noch Kennet, erzähl mal, Reifen, Dunlop, KR108, ich hatte nur eins. MK3-Mischung. Ich hatte 1 Stint zum Fahren, darum kann ich nicht viel sagen. Aber sieht gut aus, oder? Er sieht erstmal super aus. Ja. Reifen sieht super aus. Kennet von sehr gut. Reizwäsche vom Reifenwärmer. Oh, der hängt dann hier. Das reicht schon. Der sieht natürlich mal sehr gut aus, ne? Das ist ähnlich wie beim V02. Da ist nichts mit Aufreißen, ne? Noch nicht. Noch nicht. Wir werden ihn morgen aber nochmal quälen, um zu gucken, was er kann. Ey, aalglatt, ne? Wahnsinn. Ja. Richtig gut. Vom Gefühl her? Ungewohnt, man hat nach Fehlern gesucht am Anfang, ob er sich anders verhält, von daher vielleicht auch nicht ganz objektiv. Am Anfang habe ich gedacht, er rutscht mir oder ich komme eher ins Slide damit. Aber das, denke ich, ist der Strecke geschuldet, weil das hatten wir alle heute. Ja. Das hatten wir alle. Das ist halt krass, man muss dazu sagen, die ganzen letzten Wochen hat es halt nicht geregnet und der erste Regen, der dann immer nach so einer Zeit runterkommt, ist halt ultra dreckig. Von daher, denke ich mal, ist das so ein bisschen der Strecke geschuldet. Ja. Ne? Bin ich gespannt. Wir haben auch noch einen Satz Dunlop liegen. Ob wir den irgendwann mal nutzen, weiß ich nicht. Weil Michelin einfach... Ich bin mega zufrieden damit. Das Zeug klebt halt wie Sau. Steht die Kamera hier irgendwo? Das Zeug klebt halt wie Sau. Vorderrad habe ich ein brutales, gutes Gefühl. Auch eben nochmal geguckt auf... Na, der ist wieder weg. Auf in die Hassröder rein. Auch das eine oder andere mal ein bisschen spät. Gerade für irgendwie die erste Runde. Vorderrad... Deluxe. Kann ich nicht anders sagen. Mega gut. Jo, für uns war es das hier heute. Männers? Ihr seid alle durch? Wir gehen pennen, ne? 9 Uhr? Eins sind gefahren. Also, Kenneth, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Wir sehen uns, Osches Leben Tag 2 mit KM-Training. Vielleicht mal mit 2 oder 3 Stints. Für uns morgen, für euch nächste Woche. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.